Ja, Leute, es ist soweit. Wir haben hier die neue Tin vor uns. Und die Tin ist noch ein Riesen-Highlight. Und ich würde sagen, wir gucken sie uns einfach mal an. Erstmal nochmal ein Riesen-Riesen-Dank an Konami, dass wir hier sie früher öffnen dürfen. Und was gibt's zur Tin zu sagen? Zunächst einmal, ich kenne bereits hieraus 9 Karten. Die sind bereits offiziell bekannt. Darunter auch gute Karten, wie zum Beispiel der Lightning Storm oder auch die Ash Blossom. Super Karten, aber auch andere Karten, wie zum Beispiel Droplet. Sehr, sehr gut. Sehr gute Karten. Und ja, man wird sehen, was hier drin ist. Die Tin ist immer ein Set, wo eben Karten rauskommen, die bereits erschienen sind. Manchmal gibt es auch neue. Hier weiß ich jetzt nicht, ob es neue Karten gibt. Wir haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit in einer Tin halt eben zum Beispiel Nibiru bekommen oder Shifter oder was war denn die andere Karte? Shifter, Nibiru und Dark Ruler. No more. Also super gute Karten. Mal gucken, was wir hier haben auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben hier, wie gesagt, alte Sets, also Karten aus alten Sets und die dann eben eventuell auch ein Raritäts-Upgrade kriegen. Von daher gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ein Vikuri, sehr, sehr nice. Sagenhafte. Sagenhafte ist hier auch drin. Ist sehr interessant auf jeden Fall, dass das hier drin ist. IMS, klar, nice. Sexe, dann haben wir die. Das ist interessant. Die kommt ja auch aus dem, aus dem Hauptset. Dementsprechend hier jetzt auch nochmal drin. Sehr cool. Die erste Karte. Und es ist eine Karte. Ja, es ist einfach eine Handtrap. Ja, wie gesagt, also Ash Blossom, Ghost Ogre sind hier drin. Und jetzt auch halt die nächste. Sehr nice. Buch der Verfinsterung. Das ist interessant. War vorher eine Secret Rare, ist jetzt hier eine Super Rare. Und muss ich sagen, sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Dann haben wir die nächste Ultra Rare. Nice. Und wir haben, Grenzwert Borg. Okay, auch als Ultra Rare jetzt hier drin. Und zur Secret Rare kommen wir und größere Polymerisation. Sieht sehr hübsch aus. Hier sieht man sehr geil diesen Effekt. Das ist ja halt nicht normales Secret Rare, sondern es ist eben die besondere Secret Rare. Der Effekt, der halt eben in der Tin drin ist. Es sieht so hübsch aus. Ihr seht das hier. Parallelex, parallel Secret Rare. So, so, so sehr hübsch. Dann haben wir als Rare hier nochmal, oh interessant, die Gizmic. Die Gizmic Field Spell. Also ihr seht, wir haben hier sehr viel, Kreuzwischen. Sehr gute Karte. Spielt man auch in den einen oder anderen Deck, unter anderem in Evil Twin. Ihr seht, passt alles hier. Und wir haben für die Sushi-Schiffe hier ebenfalls die Field Spell. So, mal gucken. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier erwarten will oder was ich genau ziehen möchte. Ich möchte einfach gucken. Es ist halt eine Riesenüberraschung und das macht es halt so besonders. Konomali hier auch drin. Das ist sogar ein Exit, was wirklich Potenzial hat. Und heute, ja, meine Kamera hat mich wieder lieb. Super gute Karte eigentlich, die Potenzial hat. Wie gesagt, jetzt sehr großes Potenzial. Markierte hier auch drin und Entfesselung der Ungeheuerkönig. Und da muss ich sagen, sieht Alpha anders als nice aus. Sehr schön. Pegasus bzw. Utopia Support und die erste Ultra Rare. DDD, König Zero, Maxwell, auch hier drin als Ultra Rare. Ich weiß leider nicht, welche Rarität die Karte vorher hatte. Dann haben wir Shifter! Wir haben Shifter hier drin! Oh, yes, Shifter. Okay, ich wusste nicht, dass hier Shifter drin ist. Shifter ist hier drin. Ey, es wird immer besser. Die Tin wird immer besser. Und Link nach... Was? Warte. Die sind hier drin? Na. Das ist doch gar nicht... Hä? Verwechsel ich die Karte gerade? Oder, ich meine, dass die Karte... das ist doch, als ob wir die jetzt kriegen. Wir kriegen die, oder? Warte, ist das die? Dann ist, dann, als ob die Karten, also, das flasht mich jetzt. Mega. Das ist ja eine Überraschung. Das heißt, wir halten nicht nur, halt Karten, die wir schon bereits kennen, sondern auch eben neue Karten, die es bei uns eben noch nicht gab. Ich weiß gar nicht, wie die Karte auf Englisch jetzt heißt. Dementsprechend kann ich die Karte jetzt gerade nicht suchen. Aber ist ja ganz... Ey, das ist ja mega Überraschung. Dann sind die anderen Karten hier auch drin. Mit anderen Karten meine ich, die sind alle angelehnt an den Anime. Hier natürlich Link Reigns. Wer hätte das gedacht? Dann gibt es auch eine GX-angelehnte Karte. Dann gibt es auch 5Ds angelehnte Karte. Das ist ja mega. Das ist ja... Einfach, das ist ja
Okay, mir fehlen die Worte. Ich mache weiter einfach. Ich mache einfach weiter. Dann, wenn wir weitermachen, dann können wir hier das Ganze eben. Okay, mir fehlen die Worte. Da ist ein Kaizen. Flandery ist natürlich hier auch drin. Und ein Super Rare, finde ich sehr, sehr hübsch. Muss ja sagen, dass Rubina und Adler bereits Super Rares sind im Originalprint. Und jetzt frage ich mich, ob alle Wanderbries-Karten Super Rare printed. Das wäre cool. Wäre sehr hübsch. Eisjade, auch sehr hübsch. Nochmal ein Grenzbock. Was ist denn hier los? Zweimal. Oh! Okay. Das ist ja so hübsch. So hübsch. So hübsch. Und jetzt natürlich eine ganz große Frage. Was ist euer Lieblingsartwork? Denn davon gibt es ja noch ein alternatives Artwork. Und ich muss sagen und zugeben, ich glaube, ich mag das Original-Artwork lieber. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Aber es sieht sehr hübsch aus hier mit dem Secret Rare Effekt. Oh, sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch. Oh, also Bell war auch nicht bekannt. Also, sind hier alle Handtraps drin? Sind hier einfach alle? Das wäre so krass, wenn hier einfach alle Handtraps drin wären. Das wäre wirklich krass. So. Erste Tinbox fertig. Zweite Tinbox wird direkt aufgemacht. So. Nächste. Vielleicht ziehen wir noch einer der neuen Karten. Das wäre unglaublich. Oh, da klappert's. Weiter geht's hier. Nächste Karte. Nächste Karte. Nächstes Pack, besser gesagt. Wir legen die mal zur Seite. Ah, Wicht. Rüstet ist auch drin. Gizmek hier halt eben. Warte mal. Ah, nee, das ist. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt im letzten Set gewesen. Hätte mich jetzt sehr gewundert. Nee, auch interessant. Und Maschinenwesen. Maschinenwesen. Da frage ich mich jetzt gerade, war die Karte im Structure Deck? Oder war sie. Weil es ist ja immer. Man kann halt ein bisschen daraus schließen. Woraus eben die Karten gekommen sind. Also bedeutet, also wenn die jetzt zum Beispiel aus dem Structure Deck bekommen ist, dann ist sie natürlich hier drin. Und wir haben. Nee, warte mal, ist die neu? Ist die neu? Nee, die ist nicht neu. In welchen Set war die denn jetzt drin? Aber das ist gar nicht so einfach alles. Burst of Destiny. In Burst of Destiny war das Ganze drin. Passt natürlich. Also, Burst of Destiny war die Karte drin. Hier jetzt als Super Rare. Ich weiß jetzt gar nicht, was es vorher war. Weißere Dogmatiker. Oh, eine neue Karte. Eine neue Karte. Wenn diese Karte aktiviert wird, füge deine Hand einen geflügelten Drachen von Ra oder eine Karte, die ihn erwähnt, von der Deck hinzu. Einfach Ra-Kugelmodus suchen. Außer der wahre Sonnengott. Okay, alles klar. Monster außer der geflügelte Ra können nicht in den Spielzug angreifen, indem diese Spezialbeschwörung beschworen wurden. Okay, warte. Monster außer können nicht das Spielzeug angreifen. Oh, krass. Das ist einfach. Hält den Gegner auch auf, dich halt einfach direkt anzugreifen. Einmal pro Spielzug während der Main Phase. Du kannst diese Karte vom Spielfeld oder einen geflügelten von Ra und von deinem Deck auf den Friedhof legen. Dann lege einen geflügelten drauf von Ra von deiner Monsterzone auf den Friedhof. Du kannst einen Wanker pro Spielzug aktivieren. Es ist wirklich eine gute Karte. Oh, der Menschenfresserkäfer und. Oh, wir haben Lightningsorm! Wir haben Blitzsturm! Oh, und der Secret Rare Effekt. Oh, er ist so hübsch. Und ist so gut. So gut. Aber die Karte, meine ich, war bereits angekündigt. Sehr, sehr, sehr gut. Und noch Sushi. Und Käferkavalerie. Käferkavalerie ist ja auch drin, ist auch sehr nett. Weil ich glaube, die waren vorher auch alle Ultra Rare, Super Rare und so. Und jetzt dementsprechend nicht, was sehr gut ist dann, um sie halt eben leichter zu kriegen. Sushi und magische Zylinder. Das ist eine sehr lustige Karte. Oder Sushi Shift, was einen sehr, sehr langen Text hat, dafür, dass es keinen Text hat, also keinen Effekt hat. Weil es einfach nur ein Text. Himmlischer Sephir. Ja, das ist eine Karte, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat, bisher noch nicht so sein Potenzial gesehen hat. Nett aber, dass sie hier drin ist. Und Abgrundhüter, auch cool. Und ZS, aufsteigenderweise. Also, ich sag's immer wieder, ne? Dieser Secret Rare Effekt ist so hübsch. Die Magieschlüsselkarten sind hier auch drin in der Tinbox, was sehr, sehr gut ist. So, weiter geht's. Letztes Pack leider. Man will davon am liebsten mehr öffnen. Aber, mehr habe ich leider nicht. Ich habe leider nur zwei Tinboxen. Despianische Komödien, auch gut. Despia natürlich ein gutes Deckthema.
Schreider markierten. Wie gesagt, markiert ist hier ebenfalls der Support drin, wie gesagt. Dann haben wir langsame Schwalbe auch drin. Hauch des Lobes. Nice, Ritualspell als Ultra-Rare. Dann haben wir, die Kriegsfeld sind ja auch drin. Interessant. Und Leute, die letzte Secret Rare ist... Crossout! Es ist Crossout, Auslöschungsinformant! Hä? Krass? Hä? Warte, Crossout ist doch in der letzten Tin rausgekommen. Jetzt bekommt sie einen Secret Rare Print. Mega. Mega, 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 mega. Ist das hübsch. Das ist so hübsch. Okay, das kam überraschend. Das kam überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass die Karte hier drin ist. Allgemein hätte ich von vielen, vielen Karten nicht gedacht, dass sie hier drin sind. Wir gehen einfach eben nochmal durch. Wir legen nochmal die Ultra Rares auf jeden Fall raus und noch die Secret Rares. Und gehen die nochmal Stück für Stück durch, weil das ist ja anders. Also das ist ja... Mir fehlen einfach die Worte. Weiter geht's hier so. Wir haben hier noch die Ultras, hier haben wir noch die Secrets und auch noch... Oh, das ist... Ich bin einfach geflasht. Bell, das ist krass und... Nein, also das ist krass. Also Leute, mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen einfach... Auch Buch und das auch schon... Es ist super, es ist so super. Es ist so super. Es ist so top. So, was haben wir hier? Wir gehen hier nochmal ganz langsam durch. Wir haben hier als Secret Rare, sehr schön. Davon haben wir sogar zwei gezogen, davon auch den DDD. Link nach Frames ist so interessant. Dass, wenn die Karte drin ist, sind die anderen Karten auch drin. Und das ist cool. Shifter, top. Spukhaus, top. Crossout, unerwartet, top. Auch sehr hübsch. Das war ist super, aber das war halt, wie gesagt, zu erwarten. Dann neue Karte, auch sehr, sehr cool. Kriegsfels, nochmal die zwei und eben nochmal Haut des Lobes. Für mich einfach absolutes Highlight-Set. Wir legen mal hier raus. Wir haben hier Lightning Storm, Crossout, Shifter und nach links, nach Friends. So, hier gehen da rein. So, und das sind für mich auf jeden Fall die Highlights. Einfach, weil ist halt auch einfach unerwartet war zum großen Teil. Ja, aber... Das war's jetzt hier von dieser Tin. Ich hoffe, das Tin-Opening hat euch wirklich gefallen. Was ist eure Lieblingskarte hier aus der Tin, beziehungsweise hier beim Opening? Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.